Was für ein Tag. Köln hat Sturmwarnung. Und wir wollten eigentlich gerade zum Dreh fahren. Da ist uns ein bisschen was ins Auge gefallen. Wortwörtlich gefallen. Und die Leute fragen, warum wir Sticker auf unseren Mülltonnen haben. Alter! Ist natürlich dumm gelaufen, dass genau an dem Tag, an dem in Köln der Mega-Sturm und der Mega-Niederschlag ist, wir super viel draußen drehen müssen. Ich habe jetzt die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht kann man irgendwie das Thema aufgreifen und so eine Art, wie filmt man im Regen oder so. Aber ich dachte mir, im Regen filmen ist halt scheiße, da habe ich auch keine tollen Tipps für. Wirklich, es ist einfach zum Kotzen. Guckt, dass euer Equipment nicht nass wird. Guckt, dass ihr nicht nass werdet. Kleidet euch toll. Kauft euch Regenjacken und wasserdichte Schuhe. Wirklich, bester Tipp. Wir machen jetzt auch nichts anderes, als an Regenschirm über die Technik zu halten. Super kleines Setup, wir haben wirklich nur Kamera, Stativ, Ton. That's it. Das Nervige ist nämlich ganz oft, dass man am besten dann noch irgendwas filmen muss, was so tun soll, als würde es nicht regnen. Don't do it. Spielt den Regen einfach mit. Im Idealfall nehmt eure Protagonist, eure Protagonisten einfach einen Schirm in die Hand. Macht immer noch mehr Sinn, als wenn ihr da triefnass stehen und Sonnenschein spielen sollen. Das sind meine schnell ausgedachten Tipps. Auf dem Weg vom Auto zum Set. Na, wie gefällt's dir? Ey, super. Ganz Deutschland bleibt heute zu Hause. Nur wer ist auf der Straße? Die ist super steady. Die Gallia. Was? Wenn man so komplett durchnässt und im schlimmsten Fall auch noch durchgefroren ist, ist Arbeiten auf jeden Fall nochmal ein ganz anderes Niveau von unangenehm. Sagen wir immer so schön, Filme machen ist Probleme lösen. Wir sind nass und ja, auch ein bisschen traurig. Auch das hat dazu beigetragen, dass wir gestern nicht die Muße und die Zeit und die Energie hatten, noch Making-of-Aufnahmen zu machen. Aber irgendwie macht es dann doch wieder Spaß. Ich finde es irgendwie geil, weil, wie soll man sagen, also wir haben die Entscheidung nicht getroffen, hier zu drehen. Aber wir müssen jetzt halt damit arbeiten. Und das ist irgendwie so schön, weil man trägt keine Verantwortung dafür, wenn es scheiße wird. Aber wenn es gut wird, dann kann man sich halt selber schon, darf man so ein bisschen stolz sein. Und ich finde, das machen wir sehr, sehr häufig, solche Arten von Drehs. Und das trainiert einen halt tierisch darauf, irgendwie mit Kompromissen klarzukommen und trotzdem ein gutes Ergebnis zu liefern. Und wenn wir heute Abend im Schnitt sitzen und das Gefühl haben, oh, das Teil funktioniert, dann werde ich ein bisschen stolz sein, weil das echt eigentlich eher ungünstige Bedingungen sind auf allen Ebenen. Bist du gut vorbereitet? Bin top gekleidet. Ich habe Marius Mütze an, hätte ich den nicht, hätte ich echt ein Problem. Und ich habe auch keinen eigenen Regenschirm, dafür habe ich den hier. So, ich muss mal was machen. Letztens noch über richtige Klamotte am Set gesprochen. Ich stand heute Morgen erst wieder mit meiner nicen Stylo-löchrigen Hose und langer Unterhose da. Und dann dachte ich so, wenn ich jetzt die Vans anziehe, heute soll Scheißwetter sein, Sturm in Köln und Co. Dann habe ich mich doch für die dicken Schuhe entschieden und dann in dem Fall auch für die dicke Hose und ich bereue nichts. Ja, sonst geht's kaputt. Ich gehe jetzt einfach noch kurz ein paar Fragen durch, die so über die Tage kamen. Ich kam nämlich auch in den letzten Tagen echt überhaupt nicht mehr dazu, Kommentare zu beantworten. Zum Beispiel gab es mehrere Leute, die nach dieser USB-Lösung gefragt haben für unser Monitorboxen-Problem, wo die Mausgeräusche mit übertragen wurden. Ich hatte das auch im Vlog gesagt, das Ding heißt einfach USB-Isolator.
Ich habe da jetzt nichts Besonderes gemacht, kurz im Internet geschaut, irgendeinen geholt und works. USB-Isolator. Jetzt, wo ich es hier so durchgehe, finde ich es mega geil, wie viele ihre Stories geteilt haben von nicht unbedingt Fehlkäufen, aber sehr teuren Käufen, die sich vielleicht nicht ganz gelohnt haben über die Zeit oder die einem vielleicht einfach Kopfschmerzen gemacht haben über die Zeit. So wie unser Stativkopf. Das ist keine Fehlinvestition, da bin ich mir sicher, aber es ist halt einfach ein unschönes Gefühl und ich finde es schön, was für coole Geschichten hierbei rumkommen. Mega nice. Hot Topic, Stativkopf beim Transport festziehen oder lockerlassen. Habe von 10 Leuten in meiner Ausbildung 10 verschiedene Meinungen gehört. True. Ist auch hier tatsächlich immer wieder ein Hot Topic gewesen in der Vergangenheit, weil Joscha das anders gelernt hat oder interpretiert als ich. Ich komme aus dem Lager, auch aus der Ausbildung heraus, alle Bremsen zu lösen, alle Dämpfung zu lösen und alles so locker wie möglich zu haben. Joscha, ich weiß nicht genau, wie er sieht, aber auf jeden Fall anders. Jetzt ist natürlich bei unserem neuen Stativkopf eine geile Anleitung dabei und da steht einfach drin, was die Antwort ist. Transport im reibungslosen und zuverlässigen Betrieb über lange Lebensdauer des Fliegens halber Transport während der Ladung folgende Einstellung vorgenommen werden. Bremsen offen aus Gegengewicht auf maximale Einstellung, Dämpfung auf maximale Einstellung. Hätte ich im Leben nicht automatisch so gemacht und finde ich deswegen mega witzig und wichtig, das Manual gelesen zu haben. Und ja, kein Scheiß, ich habe mich wirklich am Abend, als ich diesen Stativkopf bekommen habe, hingesetzt und das komplette Manual gelesen. Ich bereue nichts. Es ist auch ehrlich gesagt ein ziemlich kurzes Manual. Trotzdem. Dann gab es eine Frage zu unserem Video, warum wir unsere Produktionsfirma beendet haben, warum wir per Angel und nicht mit zwei Funkansteckern den Ton gemacht haben. Das liegt tatsächlich daran, dass dieses Doppelinterview, nenne ich es mal, bei dem Joscha und ich nebeneinander sitzen, das war komplett ungeplant. Joscha hat sich einfach an irgendeinem Punkt hingesetzt und wir haben angefangen zu reden. Und dann ist das einfach passiert. Eigentlich haben wir Einzelinterviews gemacht. Ich allein vor der Kamera, er allein vor der Kamera. Und die Angel hat einfach einen unfassbar geilen Sound. Und außerdem ist ein Anstecker im Bild, finde ich, auch weniger ästhetisch. Und dann gab es irgendwie mehrere Kommentare, die sich zu unseren U-Bahn-Shots Gedanken gemacht haben zum Thema Drehgenehmigung, was ich irgendwie ein bisschen verrückt finde. Leute, ich weiß nicht, ob es überall so ist, aber die KVB in Köln ist, was Drehgenehmigung angeht, gut geregelt, sagen wir es so. Es gibt einfach auf der Webseite klare Regelungen, was geht nicht, wofür braucht man welche Genehmigung und auch wo man und wie man sie sich einholt mit Preisen und bla bla bla. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Und es wird bei anderen öffentlichen Netzwerken bestimmt ähnlich sein. Also wenn ihr also irgendwas vorhabt, googelt einfach nach Drehgenehmigung KVB, in unserem Fall hier in Köln. Und da findet ihr alles schön aufgelistet mit den Ansprechpartnern und so weiter und so fort. Das ist wirklich kein Hexenwerk und sollte einen nicht mit Angst erfüllen. Hashtag des Tages ins Wasser gefallen, aus hoffentlich ersichtlichen Gründen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Vielen Dank fürs Anschauen, schönes Wochenende. Bis Montag. Tschüss. Wenn ihr euch fragt, wie wir so perfekten Ton machen, dann liegt es daran, dass diese Person dabei ist. Wenn ihr wollt, dass Lisa freikommt, dann fordert jetzt Free Lisa Merch. Dann habe ich wieder was zum Anziehen.